No, jetzt kommen Eva und Dragana und erzählen zur chinesischen Medizin und dem Herz. Jawohl, danke Arne. Jetzt. Aber hast du schon dein Herz da dran machen, ja? Ja, ich habe heute, ja, habe ich hier extra, weil 8. Januar, Elvis Geburtstag, Herz, Thema, naja. Wann, wenn nicht heute, diesen Pullover tragen? Also die Eva hat jetzt schon das Schriftzeichen, das chinesische Schriftzeichen für Herz an die Tafel gemalt. Das Herz heißt im chinesischen Qin. Und was sehen wir da? Genau. Damit die Leute auch wissen, falls ich es falsch ausgesprochen habe. Also wir sehen... Eventuell sehen wir eine anatomisch vereinfachte Darstellung eines Herzens mit diesem gebogenen Strich als Herz. Und dann haben wir die Aorta, Lungenarterie oder obere Hohlvene, die wir sehen können. Oder wir sehen vielleicht als Andeutung die vier Herzkammern. Für uns, wir sehen jetzt erstmal ein nach oben geöffnetes Gefäß. Und diese drei kurzen Striche repräsentieren Feuer. Feuer, das ist die Wandlungsphase, zu der das Herz gehört. Und in der chinesischen Medizin ist jedem Organ ein Element zugeordnet. Und wollen wir über das Herz sprechen, müssen wir die Qualität des Feuers verstehen. Die Wandlungsphase Feuer ist die Energie des Sommers. Im Feuer kommt alles zur Blüte. Feuer repräsentiert Freude, Liebe, Leidenschaft, Begeisterung, spirituelle Kraft. Und Feuer kann nicht für sich alleine brennen. Es braucht einen Träger, zum Beispiel Holz, der verbrannt werden kann. Für uns bedeutet das, wir müssen auf unsere Ressourcen Acht geben, um nicht zu schnell unsere Energiequellen zu verbrennen, um nicht zu erlöschen. Ein weiteres gutes Buch, um die Qualität des Feuers zu erfassen, ist das Buch der Wandlungen, I Ching, das ist eins der ältesten Quellen der chinesischen Welt. Und hier finden wir zwei Trigramme, die dem Feuer zugeordnet sind. Das ist einmal Qian, der Himmel, das Schöpferische, und Li, das Feuer, das Haftende. Und die Eva wird gleich mal erklären, was es mit den Trigrammen noch so auf sich hat. Genau. Ein Trigramm besteht immer aus drei Anteilen, steckt schon im Namen Trigramm, ein Zeichen aus drei Symbolen. Und wir haben, wie im IT haben wir sozusagen einen 1-0-Code. Wir haben einen Strich, einen durchgezogenen Strich, und dieser durchgezogene Strich steht für das Yang. Yang in der chinesischen Medizin bedeutet etwas Formloses, etwas Dynamisches, etwas Männliches, etwas Strahlendes, etwas Helles, Ätherisches. Wir können es nicht anfassen und nicht sehen, aber es ist unendlich lebendig. Demgegenüber steht, das war Yang. Und demgegenüber steht das Yin, das ist ein unterbrochener Strich. Er steht für das Weibliche, er steht für das Materielle, das Feste, das Nährende, das Kühlende, das Dunkle. Wir können uns auch so vorstellen, ein durchgezogener Strich repräsentiert das erigierte Glied, während ein unterbrochener Strich eine geöffnete Vagina repräsentiert. Und zum Feuer haben wir zwei Trigramme. Eines davon besteht aus drei
durchgezogenen Yang-Strichen. Und dieses Trigramm heißt Tian.